Die habe ich jetzt natürlich nicht bekommen. Weil ich nicht wusste, dass ich das Level beende, wenn ich da geradeaus weitergehen würde. Weil die Level sind ja auch so übersichtlich, deswegen, also... Hätte ich vielleicht auch mal besser aufpassen sollen. Hier sieht auch nicht eins aus wie das andere. So. Sehr schön. Ach, komm. Du sollst eigentlich auf ihn zu, bitte. Und dann einmal um ihn herum, genau. Perfekt. So kann es weitergehen. Ich wünschte, ich würde wirklich ein bisschen Energie mal dafür bekommen, wenn ich so geile Kills mache. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Oh Gott. Geh doch einfach um ihn herum. Genau. Mein Gott. War das jetzt so eine schwere Geburt? Der hat mich noch erwischt, der Sack. Scheiße. Ja, aber Energie ist jetzt gerade echt ein bisschen mau, ne? Eieieiei. Perfekt. Das geht natürlich weiter. Oh, mein Chakra ist gut gefüllt. Nein! Nein! Okay. Perfekt. So muss das sein. Und ein bisschen Energie. Ein bisschen wenigstens. Perfekt. Wunderbar. So kann es weitergehen. Oh, da oben, ganz weit in der Luft, ist eine geheime Münze nochmal. Komm, gleich mit dir, gleich mit dir. Nein! So. Energie, Energie. Bitte, bitte, bitte. Allergie kommt halt auch, ne? Das Rumgeschleime. Perfekt. Meine Nase juckt auch wieder. Ja! Nein! Ach, ich bleib doch bitte oben. Ach, egal. Bei den Kisten erscheinen ja meistens, wollte ich gerade sagen, irgendwelche lustigen Gegner. Eigentlich meistens erst, sobald ich die geöffnet habe, sollte ich das jetzt eigentlich im Kopf gehabt. War das jetzt die einzige Runde von Gegnern? Fände ich okay. Ich brauche nicht noch mehr. Danke, danke. Was ist da drin? Energie! Ja, danke schön. Das ist echt lieb. So, okay, jetzt habe ich mich hier überall durchgeschnetzelt und habe keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Aber ist ja nicht schlimm. Muss man ja vielleicht auch gar nicht wissen. Guck mal, hier kann ich aber schon dranlaufen. Das hätte ich nicht gedacht, weil es ja nur so ein Gitter ist. Ja, hier gibt es auch nochmal einen fetten Kampf. Ach, wer hätte es denn gedacht? Wer hätte es gedacht, ja. Hast mich jetzt aber überrascht, Spiel, du. Perfekt. Okay. Nein! Nein, Alter! Ich halt's nicht aus. Ich halt's nicht aus. Schon wieder genau die gleiche Scheiße wie vorher. Ist auch keine Lust mehr drauf. So. Mann, ey. Was für ein Kack. Echt? Was für ein Kack. Weil der wieder nicht das gemacht hat, was er machen sollte. Nämlich um ihn herumsliden. Oder hier dashen. Was auch immer. Das hier mich nicht wieder Kack heißt. Oh, er hat es aber einfach nicht gemacht. Und deswegen habe ich wieder eine Tausender-Kombo verpasst, ey. Mann, 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 Mann. Es ist eigentlich, ja, wie gesagt, absolut irrelevant. Weil ich nicht nach Ranking spiele oder nach irgendeinem Rating. Aber es geht einfach ums Prinzip, ne? Dadurch habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Energie, ne? Dadurch spare ich mir dann wiederum Zeit hinterher, weil ich dann nicht das ganze Level noch neu machen muss, weil der letzte Moment doch dafür gesorgt, dass ich dann vielleicht nicht gestorben bin. Also erstmal gucken, wo die Münze ist, da oben. Okay.
Weil, also, es ist eigentlich typisch auch bei Sega-Spielen, dass man relativ viele Sachen auch freischalten kann. Und wer aufgepasst hat, in der letzten Aufnahme, beziehungsweise in unserer ersten Aufnahme, der wird auch festgestellt haben, oder der wird festgestellt haben, dass es was gibt, was den Schluss, was auch die Idee nahe bringt, dass wir eventuell auch die Möglichkeit haben, mit anderen Charakteren hier zu spielen. Also, was ich nicht machen werde, aber was dann aber auch wiederum für den Wiederspielwert spricht. Nein! Es ist so schmal, es ist so gottverdammt schmal. Oh Gott, ich hab's schon geschafft. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. PlayStation 2 war auch so eine Generation, da war alles immer sehr dunkel. Kann das auch sein? Oder liegt das einfach nur an mir? Immer düster, dunkel, viele Grautöne. Schlecht abgestimmte Gamma-Werte. Okay, hier kommen wir her. Ja. Habe ich die Karte? Ich wüsste eigentlich, wenn ich Select drücke, nichts. Okay. Das sind zwar hier alles, ich sag mal, kleine abgesperrte Arenen jeweils, ne, aber trotzdem verliere ich da gerne mal die Orientierung. Ah, hier geht's weiter, glaube ich, ne? Yep. Akujiki. Who'd have thought Jimmushi would be after Akujiki? You're late, Hibana. I'm sorry, were you talking to me, traitor? I see you're still the government's little errand girl. I thought that perhaps you were smarter than that. Master Jimmushi, I shall handle this situation. Very well. Failure will not be tolerated. Running away again? I cannot allow that. I have heard much of your abilities from Master Jimmushi. If you wish to chase him, you must do so after I am dead. I'm in a very bad mood today. I hope you're ready to face the consequences. With pleasure, my lady. Come, show me your true strength. Interessante Waffe hat er auf jeden Fall. Aber oh, da haben wir das Level geschafft. Das fand ich jetzt nicht so schön. Das sind ja zwei Sachen. Was ist da oben? Ah, das bin ich auf der Leinwand. Das habe ich nicht gerallt, Entschuldigung. Sag gerade. Okay. So ist eigentlich okay, weil es ist schön 1 gegen 1 Kampf. Hui. Und ich bin halt etwas agiler, weil ich halt meinen geilen Schattensprung habe. Fuck you. So viel zum Thema, ich bin etwas agiler, ne? Ja, du kannst ihn ruhig auch angucken. Hilfe. Hilfe. Komm, zeig dich. Nicht zeig dich, sondern lass dich schlagen, das wollte ich mir sagen. Wo du bist, weiß ich ja. Hilfe. Ah, geil. Ich krieg vielleicht sogar mein Chakra mal voll. Das war komplett voll. Scheiße. Aber ich hab ihn gleich schon. Also nicht gleich. Ich hab ihn definitiv nicht gleich, aber zur Hälfte zumindest. Holy shit! Was ist denn mit dir los, Junge? Kannst du das mal bitte sein lassen? The wind shields me.
Okay, immerhin haben wir schon ein bisschen getroffen. Hilfe. Leck mich am Arsch, ey. Oh, ich will mein Level 3 Chakra haben. Chakra, du schaffst es. Okay. Schwer ist es tatsächlich nicht unbedingt, ne? Aber ich habe leider auch nicht mehr so viel Energie. Alter Vater. Der war ganz geil, der Kombo. Ich hab dich. Stirb doch einfach. Eines grausamen Todes, Alter. Einmal noch treffen. Das ist doch nicht mehr. Ja, der geht down. I would not have expected less from Master Jimushi's best pupil. These skills I learned on my own. They have nothing to do with him. It matters not. Your speed, the way you move, you fight just like him. You are truly strong. I am glad you were my thousandth opponent. Lady Hibana, please, let me die honorably. Kazuguruma, looks like today was your day. You got what you were looking for. Die Waffe fand ich aber trotzdem cool. 33 Minuten, ey, alter Vater. Das war eigentlich nicht gut, was ich hier gemacht habe. Du bist Nakatomi Ninja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses zweite Punkt, da verstehe ich nicht. Also Kampfleistung ist klar, ne? Das ist halt wahrscheinlich, wie was für eine Combo ich habe, wie oft ich diese Tate gelöt gemacht habe, wie viel Gegner ich überhaupt kaputt gemacht habe. Das versus Nakatomi Ninja, das verstehe ich immer nicht so wirklich, ne? Aber ist ja wahrscheinlich auch egal. Vernichtung? Keine Ahnung. Nakatomi Zubehör, okay, wie viel Gegenstände ich wahrscheinlich kaputt gemacht habe. Wie viele Gegenstände ich auch unten wahrscheinlich noch habe und wie viele Schriftrollen ich habe und wie oft ich die Mission wiederholt habe. Ja, zweimal runtergefallen bin ich, glaube ich, ne? Ja. Ein B sogar! Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Nicht schlecht. Zugang. Stand da unten gerade. Agentbericht 4. Hibana hat Kazaguruma im Kampf geschlagen. Wir haben die übrigen Nakatomi-Shinobis verloren, aber wir haben bestätigt, dass Ressourcen von der Nakatomi-Anlage verschoben wurden. Ja, so wie es aussieht, hat der Shijumi, wie auch immer der hieß. Ich kann mir die Namen wirklich nicht merken, ne? Hammer. Hat er wahrscheinlich ja nur noch seine Kollegin da jetzt am Start gehabt, ne? Oder waren das vier Leute? Ja gut, der eine, der natürlich, den wir am Anfang schon bekämpft haben, der ja die Bruchstücke natürlich selbst sammelt. Den haben wir natürlich auch noch. Dann haben wir eigentlich nur den Shijumi, dann die Olsche mit dem... War es ein Regenschirm? Mit dem Speer? Mit der Lanze? Keine Ahnung, was das war. Ja, und natürlich dann den, den wir schon mal besiegt haben. Auf jeden Fall habe ich eben die vier bestanden und kann diese jetzt im Extra-Modus wählen. Alle Filme habe ich wieder mal freigeschaltet. 9 geheime Münzen haben wir schon mal. Und für 7 geheime Münzen habe ich jetzt Zeitattacke 1 freigespielt, oh Gott. Und sowas meine ich halt, man kann halt ziemlich viel freispielen, so wie es aussieht. Tokyo Containerlagerplatz, 5.11 Uhr morgens. Ja, okay, das birgt wieder viel Kletterei, viele Gegner aus der Luft, gehe ich mal ganz stark von aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber tatsächlich, ich bin ein bisschen beruhigt, dass wir jetzt wieder gegen Hellspawn kämpfen. Weil gegen die Menschen mag ich das nicht so gern. Sag ich so, wie es ist. So. Ja, aber ich werde das Level jetzt heute nicht mehr machen. Ich werde es gleich, ich werde die Aufnahme jetzt hier beenden, komm. Mal kurz gucken, ne, ob ich schon mal für nächstes Mal was merken darf, wobei die nächste Aufnahme ist eher in der Woche. Oh, maximale Energieerweiterung, geil. Egal, gut. Ich würde hier jetzt auf jeden Fall aufhören. Wir haben 2 Ebenen, haben wir geschafft. Macht immer noch richtig Bock, das Spiel, keine Frage. Aber wenn es natürlich ein bisschen hektischer wird, merkt man schon so ein bisschen so die Ungereimtheiten kennen. Jetzt hier nochmal was gucken. Galerie, was wir hier nämlich haben. Weil genau, wir haben hier nämlich lustige Karten freigeschaltet. Zumindest 2 Karten bisher gefunden. Was steht da? Genin Warriors. Das ist einer von den fetten Hellspawns von den Gegnern. Und es gibt in Summe 26 Karten offensichtlich zu sammeln.
Alter Fall. Also, okay, wenn es jetzt nach dem chronologischen gehen würde. Ne, das ist aber, ich die ersten 11 Karten einfach übersehen habe. Und die 12 dann bekommen habe und die 17 dann im vorletzten Level quasi bekommen habe. Da sind wir mit dem Spiel fast durch, glaube ich nicht, um echt zu sein. Dreieck. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, okay, hiernach kann man eigentlich schon mal so ein bisschen erahnen, wie viel es gibt. Okay, es gibt noch viel. Ach nee, es geht wieder von vorne los. Da wird A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja gut, 12 Ebenen. Das könnte sogar eigentlich relativ legitim sein. 12 ist so eine schöne Zahl. Und hier sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ebenenauswahl. Gucken wir mal. B. Ah, okay, guck mal. In Ebene 1 habe ich zum Beispiel schon mal eine Münze übersehen. Ebene 2 habe ich keine übersehen. Ebene 3 habe ich keine übersehen. Und Ebene 4 habe ich auch keine. Alter. Okay, mit Münzen sammeln scheint nicht ganz gut zu sein. Nur die Karten, die fehlen mir, glaube ich. Egal. Gut, ja. Das war es auf jeden Fall dann jetzt für heute mit Nightshade. Oder auch Kunichi, ne, im asiatischen Raum über den Namen rausgekommen. Macht auf jeden Fall echt noch Bock. Schönes Arcade-Geschnetze, um halt, ja, möglichst viele Punkte zu bekommen. Muss man natürlich nicht machen, macht aber auch das Gameplay einfacher, wenn man die meisten Gegner halt in diesem Tate-Modus kaputt macht. Andererseits ist es natürlich aber auch der riskantere Weg, ne, weil man da ja überhaupt gar nicht drauf achtet, ob man jetzt irgendwie angegriffen wird oder sonst irgendwas. Deswegen, ich finde das eigentlich von der Herangehensweise eigentlich ziemlich cool. Die Bosse waren bisher eigentlich alle vom Schwierigkeitsgrad her echt in Ordnung. Also, waren jetzt definitiv nicht zu schwer. Waren vielleicht sogar schon bisher ein bisschen zu leicht, weil ich komme eigentlich bisher noch ganz gut durch das Spiel durch, ne? Aber wenn uns echt noch 8 Ebenen erwarten, gut, dann haben wir noch einiges vor uns. Gut, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch mindestens genauso gut wie mir. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal in der Ebene 6 müsste das. 5, 6, 5, 5, glaube ich, dann wieder, ne? Ja, pro Aufnahme 2 Ebenen, das könnte dann hinkommen, ja. Gut, also, dann haut rein und tschüss.